Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Und in dieser Folge zeige ich euch, wie ihr an einen Hubschrauber, an ein Scharfschützengewehr und an einen Raketenwerfer kommt. Und zwar ganz am Anfang im Spiel und auch ziemlich leicht. Ihr seht jetzt nachfolgend, wie wir den Raketenwerfer holen und nachher noch das Scharfschützengewehr. Und dann werde ich euch erklären, wie ihr an alles kommt, also auch an das Geld, um das Haus zu kaufen, wo ihr den Hubschrauber dann lagern könnt und so weiter. Also, viel Spaß! Ja, und hier noch eine Karte, wo ihr rechts unten seht ihr das Versteck von CJ und oben links beim Krankenhaus ist der Sniper, das Scharfschützengewehr und auf dem Gebäude links oben ist der Raketenwerfer. So, und jetzt zeige ich euch zuerst mal, wie ihr den Hubschrauber bekommt und eigentlich ist das Video sehr selbsterklärend, also ihr kommt schon nach, einfach nur zuschauen und falls doch was unklar sein sollte, schreibt es bitte in die Kommentare, ich werde umgehend antworten. Viel Spaß und viel Erfolg beim selber ausprobieren. Ja, und hier seht ihr eine Karte mit der Flugroute. Wir starten im Süden und fliegen dann nach oben und dann ist es sehr wichtig, die orange umrandete Küste zum Fliegen. Und dann oben links beim blauen Punkt müssen wir das Flugzeug wassern und dann zum Hubschrauber schwimmen. Jetzt dreht man den Hubschrauber zuerst mal so, dass der Bug, also die Vorderseite, Richtung Küste zeigt
Und dann stoßt man gegen den Bug, gegen die Vorderseite, drückt man den Hubschrauber ins Meer hinaus, damit er möglichst weit weg von der Küste ist, dass wenn man startet, dass keine 4 Sterne angezeigt werden. Ja, nun fliegt man alles zurück, wieder um die orange Linie rum und dann landet man den Hubschrauber beim Mulholland Safe House, also das ist das Haus in den Bergen, Beverly Hills, wo man den Hubschrauber auch parken kann. Ja, man braucht 120.000 Dollar, um sich diese Helikoptergarage zu kaufen und um das Geld zu bekommen, habe ich überlegt, sollte man schauen, dass man mit der Einbrechermission zuerst mal 20.000 Dollar verdient. Mit diesen 20.000 Dollar kauft man sich dann das Safe House in der Nähe vom Wettbüro. Das kostet 10.000 Dollar und dann hat man noch 10.000 Dollar übrig und die setzt man dann im Wettbüro ein. Doch dazu noch später. Jetzt hier bei der Einbrechermission habe ich es in einem Durchgang auf, ich weiß auch nicht mehr wie viel, ich glaube etwa 17.000 oder so,
Also auf jeden Fall schafft man es nicht ganz auf den Betrag. Und es ist auch so, je mehr man klaut, desto mehr Geld bekommt man. Also man kann nicht sagen, ich möchte jetzt nur 3.000 und dann einfach nur eins oder zwei Geräte klauen, weil dann kommt man vielleicht nur ein paar hundert Dollar über. Also man sollte beide Male versuchen, möglichst viel Geld zu bekommen und dann sollte man so um die 30.000 Dollar sollte man sicher haben. Da kauft man sich für 10.000 das Speicherhaus und dann hat man noch etwa 20.000, um spielen zu können. So, nochmals eine Karte mit dem Speicherhaus oberhalb von dem Gebäude, wo das Sniper drauf ist. Das Speicherhaus kaufen und sofort abspeichern dort. Und dann begibt man sich nach Westen, dort wo die Bazooka ist, neben dem Gebäude ist das Pferdewettbüro. So, und wie spielt man? Also man setzt immer auf 12, 1 auf das grüne Pferd. Und manchmal muss man das Gerät wieder verlassen, wenn 11 steht. Sondern man sollte immer schauen, dass 12 steht. Und dann setzt man eigentlich ein Fünftel des Betrages. Also ich hatte jetzt knapp 10.000, also habe ich 2.000 gesetzt. Und man spielt einfach, bis man gewonnen hat. Und wenn man gewonnen hat, geht man ins Speicherhaus und speichert. Und wenn man verloren hat, dann lädt man den Spielstand und geht nochmal ins Wettbüro. Company does not respect women. Get away from me! Ladies love me, I think.
So, nun haben wir das Geld für das Speicherhaus gewonnen. Und wenn ich es nicht schon gekauft hätte, würde ich es mir jetzt nochmal kaufen. Und ja, das war es eigentlich für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Würde mich auch über ein Abonnement von euch freuen. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit und macht's gut. Tschüssikowski.